Eine Moderatorin, die mir immer wieder die gleichen Fragen stellt, die einfach die Gesellschaft nicht interessieren sollte. Aber wir haben ja zum Glück ein Publikum und ich kann sie fragen, was würden sie tun? Was würden sie tun als junge Frau, wenn sie davon hören in der Wissenschaft, dass davon gesprochen wird, dass 3,5 Milliarden Menschen gerade in Zonen wohnen, wo sie bald nicht mehr leben werden können, weil es zu heiß wird. Diese Menschen werden fliehen müssen. Ja. Wenn wir uns um Lebensmittel in Deutschland streiten müssen, was würden sie tun, wenn sie davon wissen und noch ein Zeitfenster haben, diese Katastrophe abzuwenden? Ja, ich war und das tue ich gerade. Ehrlich gesagt, Frau Hinrichs, jetzt muss ich wirklich mal sagen, also ich habe jetzt gesagt, was Sie fordern und ich nehme die Forderung ernst und muss Sie das einfach fragen, weil wir auf der Grundlage Ihrer Forderung jetzt diskutieren, ja. Das 9-Euro-Ticket und eben den Gesellschaftsrat und die Frage, die Herr Amthor aufgeworfen hat, die gehört jetzt einfach dazu, zur Sache, jetzt mal angenommen, Sie haben lauter Philipp Amthors aus Versehen ausgelost im Gesellschaftsrat, dann kommen Sie auch nicht weiter. Das wäre meine Frage. Also warum soll der Gesellschaftsrat jetzt ändern, was der Bundestag als eine Repräsentanz der Bevölkerung auch nicht ändert. Wieso haben Sie da die Hoffnung, dass das wirklich den Druck hat?